Durch das Wiesbadener Netzwerk für geriatrische Rehabilitation werden neue Kooperationsformen in der Alten- und Gesundheitshilfe erprobt. Das Ziel ist, die Selbstständigkeit älterer Menschen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und unnötige Krankenhauseinweisungen zu vermeiden. Hierbei ist das Verfahren zwischen dem Rettungsdienst und den Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter entstanden. Notruf Feuerwehrrettungsdienst Wiesbaden, wo genau ist der Notfallort? Okay, sagen Sie mir genau, was passiert ist. Achtung, Achtung, hier ist die Leitstelle Wiesbaden, Rotkreuz Wiesbaden, 683-1, hier ist die Trinkerfunk, die Augustbebelstraße. Ich wiederhole, Achtung, Achtung, 683-1, Trinkerfunk, die Augustbebelstraße. Leitstelle Wiesbaden, Ende. Wir haben eine ältere Patientin auf dem Boden liegen vorgefunden, die war unverletzt. Wir haben sie dann auf die Couch gesetzt, haben sie versorgt. Wir haben jetzt keine Indikation gesehen, sie mitzunehmen. Daraufhin haben wir sie zu Hause gelassen. Wir haben sie aufgeklärt, dass wir die Möglichkeit haben, für das Amt für soziale Arbeit ihre Daten weiterzugeben. Das können wir über das Internet tun, auf der Rettungswache. Das werde ich dann ausfüllen. Und die werden sich dann um die Patientin kümmern, um die Alleinstehenden. Wir haben die Möglichkeit, das Amt für soziale Arbeit immer einzuschalten, auch wenn wir den Patienten mitnehmen in die Klinik. Wenn wir denken, dass das Umfeld dementsprechend ist und die Patientin Hilfe benötigt, dann wird sich auch das Amt für soziale Arbeit mit dem sozialen Dienst des Krankenhauses auseinandersetzen und über das weitere Prozedere sich beratschlagen. Unsere Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter sind seit 1983 als aufsuchender Dienst für Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren tätig. In vielen vom Rettungsdienst gemeldeten Fällen können Krankenhausaufenthalte durch zeitnahe Beratung und Unterstützung bei Versorgungsproblemen in der Häuslichkeit vermieden werden. Von der Kooperation mit dem Rettungswesen profitieren die Wiesbadener Akutkliniken, die Beratungsstellen für selbstständiges Leben im Alter und natürlich auch die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes. Vor allem aber profitieren die hilfesuchenden Personen selbst. Gemeinsam mit den Klienten wird geschaut, welche Stolpersteine den Alltag erschweren und welche geeigneten Lösungen die Person, aber natürlich auch deren Familie und soziales Umfeld den Alltag entlasten können. Das Beratungsangebot ist vielfältig und deckt große Themenfelder ab, von der ambulanten Versorgung über finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten und Betreuungsangebote. Das Verfahren wird durch das Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg wissenschaftlich begleitet. Jeder zweite Patient kann im Verfahren ambulant versorgt werden. Das Projekt wurde 2020 mit dem Theo- und Friedel-Schöller-Preis für Altersmedizin ausgezeichnet.